Was geht ab? In diesem Video will ich dir das verborgene, das geheime Wissen erzählen, ja, wie ich zum Hacken kam und wie man das Hacken erlernt, ja, dieses geheime Wissen. Ich hoffe, das Video wird dir helfen, ein besserer, ein krasserer Hacker zu werden. Also fangen wir direkt mal an. Freunde, ihr wisst ja, ich habe das erste Mal Hacking-Experience-Erfahrungen gehabt. Da war ich ungefähr 17. Ja, da habe ich das WLAN-System von dem einen oder anderen gehackt. Ja, hier oben rechts geht es auf jeden Fall zu der Story. Was ich in dem Video aber nicht erzählt hatte, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt das Internet durchforstet hatte nach Hacking-Materialien. Das heißt, ich habe wirklich geguckt, wo finde ich das Zeug, um ein krasser Hacker zu werden? Wo finde ich dieses geheime, dieses coole Wissen? Wo finde ich das? Wie werde ich da fündig? Und ich bin da auf eine Seite gestoßen, Freunde. Die war also wirklich, da hat man direkt ein Hacking-Feeling. Ja, du gehst auf diese Seite drauf, schwarzes Layout, leuchtend grüne Schrift. Wirklich dieses, ich liebe dieses leuchtend grüne. Du kommst dir vor wie in so einem richtigen Hacking-Film. Ja, du denkst dir wirklich, boah, ja Mann, das... Das ist, wie das Hacking funktioniert. So muss Hacking aussehen. Ja. Ich war wirklich naiv zu dem Zeitpunkt und auch ein bisschen dumm, würde ich sagen. Ja. Dann bin ich auf die Seite gestoßen und habe mir das durchgelesen. Der ultimative Cheatcode, der ultimative Schlüssel, um jedes System zu hacken. Hacke deine Freunde, hacke Handys, hacke Webseiten, alles. Ja, es war alles gezeigt. Der geheime Code, so, wir schicken dir das zu. Die wollten für 300 Euro dir ein Paket zuschicken. Im Nachhinein muss ich sagen, es war wahrscheinlich irgendein Scam, Bullshit, also es hätte wahrscheinlich nichts gebracht. Die hätten mir bestimmt sogar noch ein Paket geschickt mit irgendwelchen Videos und Tools oder irgendwas. Aber ganz im Ernst, es hätte zu nichts geführt. Es hätte einfach zu nichts geführt, denn, Freunde, ich sag euch mal die Realität, die Wahrheit, es gibt kein geheimes Wissen. Alles, was man zum Hacken lernen kann, ist öffentlich, frei zugänglich, frei verfügbar und man kann es einfach lernen. Jeder von euch da draußen kann es lernen, aber es ist nicht einfach. Deswegen gibt es ja so viele Scam-Abzocke-Dinger, weil jeder kann euch versprechen, ja, ich hacke dein Ding, ja, ja, klar. Du hast einen Account, der dir gehackt wurde, gib mir einfach 500 Euro, ich hack dir das, ja, ja, klar. Mach ich dir, ist doch kein Problem, oder? Ich zeig dir, wie du das hackst. In einem Ein-Woche-Kurs, in einer Woche hast du alles gelernt, was man über Hacken lernen kann. Das ist Bullshit. Ganz im Ernst, das ist Bullshit. So, ich zeig euch jetzt mein Programm. Ja, mein Programm, das verkaufe ich euch jetzt for free. Und es heißt das 365-Tage-Programm. Ihr müsst einfach nur hacken und das für 365 Tage im Jahr. Und das nur jeweils einmal im Jahr. Ja, Freunde. Wenn ihr das Hacken lernen wollt, dann ist das wie ein neues Videospiel. Dann ist das wie eine neue Welt, in der ihr eintaucht. Ihr müsst, guck mal, das erste Mal, als ich Super Mario gespielt habe, ja, 64, Super Mario 64, ich bin gegen einen Baum gelaufen. In der ganzen Geschichte von Super Mario gab es diesen Fall noch nicht, dass jemand gegen einen Baum läuft. Egal, ich bin gegen einen Baum gelaufen. Okay, man muss sagen, ich war erst 3-4 Jahre alt, aber das erste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, ich bin gegen einen Baum gelaufen. So. Und so wird es euch auch mit dem Hacken ergehen, wenn ihr das erste Mal versucht zu hacken, ihr werdet gegen einen Baum laufen. Also irgendwelche Sachen machen, wo ihr euch dann denkt, boah, wie blöd war ich denn da? Und das ist ganz normal. Das gehört dazu, das gehört zum Game dazu. Nur so kann man lernen, wie man nicht gegen einen Baum läuft. Wie man alle, boah, wie viele Sterne waren das? 128, 124, keine Ahnung. Wie man diese ganzen Sterne sammelt, wie man das nächste Level erreicht. Und war es einfach? Nein. War es einfach, diese Spiele zu spielen? Nein. Oder wenn ihr dieses... Boah, jetzt traue ich mich nicht, den Namen zu sagen, weil ich es immer wieder falsch ausspreche. LOL, Leech of Legend. Schon wieder Fail. Ich kann es nicht aussprechen, keine Ahnung. Ihr wisst, LOL, dieses... Ist auch egal, welches Spiel. Wenn ihr in so ein Spiel eintaucht, dann ist alles erstmal neu. Dann weiß man nicht, welche Waffen hat man, wie man den Controller benutzt. Nichts. Und das Hacken ist genauso. Es ist wie ein Spiel, in das ihr eintaucht. Aber ihr müsst lernen, wie man die Waffen benutzt. Ihr müsst lernen, wie man das macht und so weiter. Und wie schafft man es, diesen steinigen, harten Weg zu durchlaufen? Wie schafft man es, da durchzukommen? Ja? Was unterscheidet denn die Leute, die das Hacken gelernt haben, von denen, die es versucht haben, aber es nicht geschafft haben?
Freunde, diejenigen, die wirklich erfolgreich sind mit diesem Shit, die das auf Profi-Level machen. Und ich zähle mich selber nicht dazu. Ich bin selber auch ein Anfänger, ja. Ich meine jetzt nicht mich damit. Aber die Leute, die das wirklich professionell betreiben, die haben alle eines gemeinsam. Die haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar, sie geben nicht auf. Sie wollen es unbedingt. Unbedingt. Und sie geben nicht auf, egal was passiert. Haben sie keine Fehlschläge da draußen? Doch. Haben die keine Fehlermeldung von ihrem GoBuster-Scan? Doch. Haben die keine Error-Meldung von ihrer Kalibox? Doch. Zerstören die nicht ihre Kalibox mindestens dreimal mehr als ihr? Aber sie machen weiter. Sie machen weiter. Auch wenn sie 5 Stunden lang an einer Fehlermeldung sitzen und sich im Nachhinein denken, boah, was war das jetzt gerade für eine Zeitverschwendung? Trotzdem, sie hören nicht auf, Freunde. Sie machen weiter. Sie machen weiter und weiter und weiter und nur so kommt man voran. Wenn ihr ein Spiel spielen wollt und die Zocker unter euch, die werden das jetzt fühlen. Die Zocker unter euch, die werden das fühlen. Wenn ihr ein Spiel spielt, wie oft hat es denn beim ersten Mal funktioniert? Gar nicht. Gar nicht. Man muss es so lange durchzocken, man muss so lange dranbleiben, bis man es schafft. Und das Hacken ist wirklich 1:1 genauso. Vor allem bei TryHackly, vor allem bei Hack the Box. Ihr schickt mir manchmal und also macht das ruhig. Ich freue mich darüber. Ihr schickt mir manchmal euren Erfolg, wie weit ihr kommt bei einer Box oder wo ihr nicht weiterkommt. Und da merke ich, ey, da bin ich wirklich stolz. Da bin ich wirklich stolz, wenn ich sehe, wie weit ihr bei diesen Boxen kommt, bei TryHackMe, bei Hack the Box und so weiter. Ja, wenn wir diese Labs zusammen machen, da sehe ich wirklich, wie weit ihr es bringt. Bei meiner ersten Box, ich erzähle euch das jetzt mal, bei meiner allerersten Box, so, und das ist noch nicht mal so lange her, ein Jahr oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Bei meiner ersten Box habe ich 3 Tage lang, das war bei Hack the Box, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen. Bei Hack the Box 3 Tage lang, ich hatte 6 verschiedene Lösungen, Write-Ups vor mir und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft. Warum? Weil es ist einfach viel. Weil es ist viel, weil es ist anstrengend, weil es ist wirklich viel, was man lernen muss, was man drauf haben muss. So, 3 Tage lang, ich hab's nicht geschafft. Und ich sehe bei euch, ihr seid schon direkt bei der ersten Box am Start, habt schon die Hälfte durch oder 20% durch. Ey, ich kam überhaupt nicht voran. Überhaupt nicht. Aber wisst ihr was? Ich hab weitergemacht. Warum? Es gab nur einen einzigen Grund. Ich wollte es unbedingt. Ich wollte unbedingt das Hacken lernen. Ich habe nicht angefangen, wieder Spiele zu spielen. Es kam sehr oft dieser Moment in mir auf, als ich nicht weiterkam beim Hacken, dass ich mir dachte, okay, weißt du was, fuck it, Alter. Wozu dieser Stress, wozu diese Anstrengung, was soll ich damit jetzt machen? Ich habe lieber Bock, lieber irgendein Spiel, was ich schon 100-mal gespielt habe, das nochmal zu spielen. Dieses Anstrengende will ich mir nicht mehr geben. Ich gucke mir jetzt lieber irgendwas anderes an, irgendein lustiges Katzenvideo oder was auch immer. Keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Natürlich, diesen Moment hatte ich ganz oft. So oft hatte ich diesen Moment, dass ich mir dachte, ey, ich will meine Tastatur gegen die Wand hauen, ja? Ich will meine Tastatur gegen die Wand hauen, Freunde. So, aber ich habe einfach nicht aufgegeben. Und ihr dürft es auch nicht.